Halli, hallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da und wir wollen jetzt mal hier mit Ihr ihm wart ein reden. guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Wieso wart? Wieso wart? Egal. Gibt es Arbeit, die erledigt werden muss? Natürlich. Es gibt immer was zu tun. Ja, Aber ich bin Hornbach. gedanklich gerade woanders. Entschuldigung. Was bedrückt euch? Ich glaube, Kotlak hatte vielleicht recht. Als Werwolf kann ich kein guter Nord sein. Ich möchte so rein sein, wie er es war, und nach Sovngarde kommen, wenn ich einmal sterbe. Ich werde euch helfen, euch selbst zu heilen. Das ist eine persönliche Angelegenheit, die ich euch überlassen werde. Ja, nein, natürlich will ich helfen. Hallo? Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ihr mich begleitet, Herold. Ihr habt noch einen der Hexenköpfe. Das ist gut. Ja, natürlich. Gehen wir zum Grab. Dort können wir die Säuberung durchführen. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Moment, Sekunde. Befreie Farkas vom Bestienblut. Das war wo? Ah, hier war das, ne? Ja, alles klar. Okay, also nochmal zu der Grabstätte. Wir sind ja inzwischen routiniert hier, was das angeht. Das kriegen wir hin. Du, 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 du. Ja, genau so ein Vieh werden wir auslöschen jetzt von ihm. Okay, hinein in die gute Stube. Alle hopp. Zack und rein. So, dann, ach ja, wir müssen jetzt wieder ganz durchlaufen. Die Frage ist. Da seht ihr? Ich habe ihn teilgebracht, aber das Ding ist doch schon fertig hier. Verstehe ich nicht. Gut, ist egal. Jetzt müssen wir, wie gesagt, erstmal wieder durchlaufen. Ich bin gespannt, ob wir wieder auf Gegner stoßen oder ob ich jetzt durchgehen kann, weil wir es letztens erst gereinigt haben. Warte mal. Hier ging es weiter. Okay. Ich muss mich gerade erst wieder ein bisschen orientieren. Da-da-di-da-dam. Ja, das scheint noch absolut geklärt zu sein. Boah, ich hasse Spinnen. So, und hier lang, und hier lang. Das ist natürlich ein. Ja, das ist ja schon ein absoluter Rush hier durch das. Einfach nur durchrushen. Yay! So, und jetzt hier. Mein Gott, was ist denn das für ein Weg gewesen? Bin ich noch richtig? Ja, ne? Ja. Ja, sehr gut. Okay, wo bist du, Kollege? Hallo? Da kommt er. Komm, wir wollen dich vom Bestienblut befreien. Aktivieren Flamme. Farkas Wolf Spirit. Okay, sprich mit ihm. Hi. Ist es vorbei? Da gehe ich von aus. Alles in Ordnung? Das entspannt wie ein Becher mit warmem Würzmet. Ich verliere Schmerzen, von denen ich noch gar nichts wusste. So sollte sich ein Krieger fühlen. Lebendig und wach, nicht vernebelt durch Gedanken an die Jagd. Okay. Danke für eure Hilfe. Ich bleibe noch ein wenig hier. Meine Schande hat mich bisher ferngehalten. Aber nun will ich es sehen. Okay, dann ich, ja, ich gehe dann mal. Das, ja, gut, ich meine, freut mich, dass wir ihm. Ach Mann, dass man beim Laufen hier nicht springen kann. Hat man, ist ja ganz normal, ne? Ich meine, wer kann schon beim Laufen springen? Bei der Olympia hier, die Leute, die Weitsprung machen. Die gehen ja auch bis zum Sand. Weil, wenn die rennen, können die ja nicht mehr springen. Was für ein Scheiß. Mal ehrlich.
So, jetzt hier raus. Da, da, di, da, di, da, di, da, da. Und hier raus. Und halt, hier zurück. Boah, wenn das nicht immer so ein Riesenweg wäre, ne? Ich meine, ich freue mich ja, dass ich ihm helfen kann. Aber da wir uns hier nicht durchkämpfen müssen, sondern wirklich nur das Gerenne, das ist ja fast ein bisschen nervig langweilig, oder? Da, da, di, da, di, da, di, da. So, und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt müssen wir nur noch raus. Und dann können wir zurück. Ich lache mich gleich tot, wenn wir jetzt zurückgehen und dann der Nächste sagt, kannst du mich vom Wolfsgeist befreien und wir wieder hier rein müssen. Ey, dann laufe ich amok, ehrlich. Das ist ja wohl... Dann sage ich, mach deinen Scheiß alleine. Wenn ich jedes Mal für jeden hier wieder hinrennen muss. Okay, kommt. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zurück und, was? Ja, Frage, ja. Frag die Anführer nach Aufgaben. Das wollten wir ja sowieso tun. Und eigentlich dachte ich, wir kriegen mal ein bisschen was Längeres, wo wir auch ein bisschen was von haben und was machen können. So. Okay, Aufgabe erfüllt, Quest erledigt, Folge zu Ende. Nein, Spaß. Das wäre eine sehr, sehr, sehr kurze Folge. Das werde ich natürlich nicht machen, das wisst ihr. So, aber ich will jetzt erstmal wieder zurück. Ich hoffe, die Gefährten haben noch irgendwelche Quests für uns. Denn wenn die keine mehr haben irgendwann, dann müssen wir in der Tat mal ganz andere Seiten aufziehen. Dann müssen wir wieder in eine andere Stadt und mal noch mit ein paar Leuten sprechen. Wir haben bestimmt noch ein paar Sachen, die wir noch machen könnten. Ehrlich gesagt, ich würde wahnsinnig gerne die Quest mit dem Fläschchen hier von dem Tränkehändler. Die Quest mit dem Fläschchen würde ich wahnsinnig gerne erledigen. Aber da ist natürlich das Problem, die Quest ist ja leider verbuggt. Das ärgert mich wahnsinnig, das glaubt ihr gar nicht. Ich würde die voll gern machen mein mit dem Fläschchen. Saufkumpan, besorgt mal ein wenig Met. Ja, wenn ihr nicht alles unter den Tisch geschmissen hättet, dann hättet ihr noch Met. Warte mal, ich wollte auf die Uhr gucken. 13 Uhr nachmittags, okay, warum sind die drinne? Ist doch super Wetter draußen. Hätte jetzt gedacht, die sind im Hof am Trainieren. Schön fleißig. Aber nö. Sind nicht mal hier. Sag nicht, die haben sich zum Mittagsschlaf hingelegt. Was sind das für Krieger? So. Wir sind die schweren Krieger der Gefährten. Und wir machen jetzt Mittagsschläfchen. Ah, warte mal. Er ist auch schon wieder da. Die Götter über eure Kämpfe wachen. Ja, ist okay. Ach, sitze beim Frühstück. Habt ihr Ratschläge für mich? Nee, ich suche nur nach Arbeit. Der Jarl von Ostmarsch hat uns um Hilfe gebeten. Schön. Scheint, dass sich Raubtiere dort niedergelassen haben und Bauern und Reisende angreifen. Schon wieder? Jemand muss da rausgehen und sich um die Bestien kümmern. Ja, ich kümmere mich drum. Wenn, ja. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Es ist einfach nur ein Tier, aber seid vorsichtig. Die Tiere von Himmelsrand sind zäher als an anderen Orten. Ja, Déjà-vu. Kamai, hatten wir das nicht schon? Säubere Dunkelschatten. Muss ich jetzt echt nur so... Nee, dann suchen wir uns aber demnächst wirklich neue Aufgaben. Wenn wir hier nur diese Säuberungsaktionen machen müssen, immer irgendwo hin, ein Tier töten, wieder weg. Das ist mir dann doch zu doof. Dann wollen wir lieber richtige Quests machen, dann würde ich dafür auch lieber ein bisschen suchen. So, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal kurz gucken, dass wir die Aufgabe erfüllen. Kammerjäger. So, wo... Wo ist... Ja, das war noch nichts. Hier... Ah, okay. Das ist... Mal wieder eine Quest, wo wir die Quest nicht anwählen können. Doch da, säubere Dunkelschatten. Okay, dann Schnellreise hin und gucken, was Sache ist. Oh, warte mal, apropos Schnellreise. Könnte es vielleicht sein, dass wir noch nicht entladen sind? Ich glaube, ich habe uns noch nicht wieder leer gemacht seit letztem. Wir müssten fast voll sein, oder? Ich guck mal gerade. Ja, alles klar, wir sind fast überladen. Ja gut, wir sollen ja nur ein Tier jagen und nicht wer weiß was. Oh. Ja gut, hier scheinen einige wilde Viecher unterwegs gewesen zu sein.
Aber das ist nicht das Problem. Wir sind ja A, gut gewappnet. Tiere machen ja meist auch nur physischen Schaden, haben wir auch kein Problem mit. Und eigentlich müsste dieser Bereich auch gecleant sein. Das heißt, wir müssten im Idealfall nur... Alter, das... Kein Wunder, dass die einen Jäger dafür bestellt haben. Eine Leiche an der anderen, meine Güte. Eine Leiche an der anderen. Boah, was ist denn hier los? Schön. Ich bin angeblich entdeckt. Ja! Boah, wo kam der denn lang geschlichen? Der hat mich jetzt aber verjagt. Huh. Wie ich schon sagte, ich dachte, wir wären hier gecleant. Oder wir hätten gecleant. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, nein, nicht gecleant. Oh, jawohl, voll ins Kreuz. Ein bisschen seitlich. Nierenschaden. Egal. Diesmal ist es immerhin nicht nur einer. Das macht schon ein bisschen spannender wieder. Hä, wo ist denn? Hier muss doch jetzt irgendwo... Hä? Habe ich was verpasst? Ist das der Hinweg? Ist das der Rückweg? Ist... Hä? Moment. Okay, wir müssen hier hinten durch, so wie es aussieht. Hinten durch, wo... Ah, alles klar. Okay, die Nische habe ich eben nicht gesehen. Da ist der nächste Troll. Alter, was ist denn hier los? Das war der nächste Troll. Ist ja hübsch hier. Was? Wo? Alles klar, der nächste Troll. So viel zum Thema, wir haben hier eigentlich gecleant, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass hier so viel los ist noch. Boah, aber ist kein Wunder, dass sie einen Jäger bestellt haben. Hier ist ja alles voll mit Leichen. Ich will gar nicht wissen, wie viele die schon... Was die schon gemacht haben hier. Und das war der Troll, den wir erledigen sollten. Alles klar. Okay, dann nehme ich an, wir können dadurch wieder zurück. Da, da, di, da, dam. Haben wir hier auch noch Beute drin? Okay. Das und das nehmen wir mit. Wir waren hier schon fertig, aber definitiv nochmal ordentlich Beute gekriegt. Finde ich auch cool. So, dann können wir jetzt hier wieder raus. Aufgabe erledigt. Ja. Oh, aua. Au, ich stolper so ein bisschen hier über die ganzen Knochen. Ja, aber ich schlage vor, wir fragen jetzt nicht mehr die Gefährten nach Aufgaben. Weil es ist immer irgendwie einen Troll töten oder ihnen helfen, ihre Dingens da zu überwinden. Das ist irgendwie... nennen wir es minimal eintönig. Dann machen wir jetzt was anderes. So. Zurück nach Weißlauf. Schnellreise. Es ist Nacht. Wir müssten dann tagsüber ankommen, oder? Wir sind ja jetzt schon ein ganzes Stück weiter weg. Müssten wir eigentlich bei Tagesanbruch wieder spätestens da sein. Dann können wir direkt nach draußen zum Trainingsbereich gehen. Und da vermute ich mal dann... Was? Immer noch Nacht? Oh, 5 Uhr morgens. Ja gut, viel hat nicht gefehlt. Viel hat nicht gefehlt. Dann machen wir 8:30 morgens. Passt schon. 8:30, 9:30, irgendwie sowas. So, der frühe Wurm fängt den Vogel. Um sich
ein Erdloch zu buddeln. Ja, und ich habe recht. Ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm, sie sind draußen, wahrscheinlich am Trainieren. Gott, um diese Uhrzeit möchte ich normalerweise nicht mal aufstehen und die trainieren. Uah. Oder es geht gerade zum Training, ist auch okay. Tag auch. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Ja, renn doch nicht so an mir vorbei. Ich muss dann so weit rumscrollen. So. Ich habe die Höhle der Bestie gesäubert. Das hört man gerne. Hier euer Anteil an der Bezahlung. Das nennt man ein Kreuzschwert, Tölpel. Ja, immer die 300. Es ist schärfer. Gibt es Arbeit? Ja, nee. Dann nee. Ich mal. Ja, genau. Aber Wale fressen Messer. Okay, wir machen. Ja. Wir machen hier jetzt mal gerade einen Moment. Sühne, nein, hier. Wo ist es denn? Frage die Anführer nach Arbeit. Das können wir jederzeit machen. Und es sind immer die gleichen Sachen, das nehme ich jetzt mal raus. So, Sühne. Ich gucke noch mal kurz. Wir waren ja hier bei Iljas Mutter Dingsbums. Ich gehe noch mal zum Dunkellichtturm. Vielleicht ist jetzt da auch irgendwer oder irgendwas wieder respawned, damit wir die Quest beenden können, weil ich finde das ein bisschen doof, dass wir schon wieder eine Quest nicht zu Ende bringen können. Das fände ich echt schade. Und dann müsste ich eigentlich mal gucken, was wir hier noch für Möglichkeiten haben. Warte. Hä? Warum? Okay, warum wird mir das als Tür angezeigt? Das war doch oben im Freien, oder nicht? Okay, Darklight Tower. Wir gehen von unten regulär nochmal durch. Wenn das hilft, soll's mir recht sein. Ich möchte die Quest... Was war das? Ich möchte die Quest ja endlich abschließen. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich habe mich schon gewundert, da ist ja stockfinster. Da geht's nach oben. Alles klärchen. Ich wusste gar nicht mehr, wie es hier aufgebaut ist. Ach ja. So. Dann aufi. Rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und dann kommt der Tunnel. Na, Filmszene. Ihr wisst es genau. Boah, hier ist wieder finster wie im... Warte mal, Ich brauche gerade eine Fackel. Ich sehe hier überhaupt nichts. Achso, hier gibt es auch nichts zu sehen. Hä, aber... Muss hier nicht irgendwie... Ach, hier ist der Weg nach oben. Och. Ja, gut. So. Und so. Und hier... Hier geht's hoch. Yeah, hier geht's wieder runter. Warte mal. Moment. Ist das denn die Möglichkeit? Jetzt verlaufe ich mich hier in dem kleinen Dingen. Ich glaube hier... Ja. Von da kamen wir nämlich letztens, ne? Das hatten wir so rumgelöst. Ja, sehr gut. Wir sind auf dem richtigen Weg, das finde ich prima. So, die Darklight Chambers. Und hier geht's weiter hoch. Ich hoffe nur, das lohnt sich auch. Und diesmal sind sie wirklich respawned und ich kann weitermachen. Ich fände das so schade, wenn wir schon wieder nicht weiterkommen hier. Die leere Hexe. Hier liegen noch alle geopferten Gegner. Okay, das ist wieder falsch gewesen. Verdammt. Wo mussten wir denn lang? Ja, Truhe. Toll. Die habe ich beim letzten Mal nicht übersehen. Die ist auch leer. Hä, wo... Wo geht's denn hin? Hier links? Was? Hier links? Hier geht's nicht links.
Oh, hier geht's lang. Okay. Hä, kam ich nicht von hier? Okay, nee, scheinbar nicht. Das ist aber auch finster hier. Wer soll sich denn hier auskennen? Ah, hier geht's aber wieder nach... Alles klar. Alles klärchen. Hier geht's wieder hoch. Dieser Turm ist ein bisschen verworren, muss ich sagen. So, und jetzt drückt mal ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Raus nach Himmelsrand. Und bitte lass hier irgendein Vieh respawned sein. Ja! Hier ist wer. Und bitte lass es die richtigen sein. Das wäre so super nervig. Zumindest eine Hexe. Au! Alter, dein Ernst? Au, Manno! Die Bögen sind zu langsam. Komm, wo bist du? Wo bist du? Komm raus. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Filmszene. Höh! Na, jetzt bleibt die wieder so abrupt stehen. Die verarscht mich doch. Eine ihrer Hexenfähigkeiten ist Hellsichtigkeit. Oh, na also, ich wollte gerade sagen, die sieht immer... Das ist ein Hexenrabe. Das ist nur eine Hexe. Manno! Wo ist denn das Vieh? Och nö. Ich habe mich schon gefreut, weil hier eine rumläuft. Ich dachte, hey, jetzt haben wir sie. Ich meine, warum? Warum? Und ich meine, das Tote hier, das ist nur ein Hexenrabe. Das ist nicht Mutter Iljas sonst noch was. Och, Menno. Ich hatte so gehofft, dass es diesmal klappt. Also ein paar der Quests sind echt nervig, Buggy. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das durch die Mods kommt. Weil die ganzen Mods, die wir haben, die greifen ja die Quest-Abläufe nicht an. Das sind, was weiß ich, neue Rüstungen oder irgendein bisschen Grafik. Vielleicht ein bisschen Viehzeug, was so rumläuft, aber das ändert ja nichts an den Quest-Abläufen. Und an den Routen, an den geskripteten Routen von den NPCs. Was man, oder was wir letztens bei den Gefährten gesehen haben. Deshalb stand bestimmt auch der, Wilkas oder wie er hieß, deshalb stand der bestimmt auch in dieser Feuerschale. Weil die Feuerschale Teil von einem Mod ist und, er im Originalspiel geskriptet ist, dass er sich da hin und wieder anlehnt. So, das darf nicht gefährden. Mein Gott. Ich verstehe das echt nicht, dass die ganzen Fehler drin gelassen haben oder teilweise schlimmer gemacht haben. Obwohl sie nochmal, naja gut, für die selbst die Collectors Edition und so schon hatten von Skyrim nicht, aber dass sie für die meisten Leute tatsächlich noch von den meisten Leuten nochmal Geld haben wollten für die Version. Das ist doch nicht wahr. Ärgert mich das. Ach ja, okay, also die Quest, da kommen wir auch nicht weiter. Ein Versuch war es wert, ein Versuch war es wert. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt nochmal gerade ein Quickie nach Hause. So. Hier entladen wir uns gerade und wenn wir leergeräumt sind, überlegen wir uns beim nächsten Mal dann, wo wir jetzt hinwollen, um neue Quests zu suchen. In welche Stadt oder wo auch immer. Und dann gucken wir noch, ob wir noch ein paar Quests finden, weil wir haben ja auch noch ein paar Bauteile. Also wir haben, glaube ich, noch einen Dolch, wir haben noch einen Bogen, wir haben noch, ich weiß nicht was alles. Das sind ja alles Questobjekte, ne? Wenn wir hier gucken, Waffen. Moment. Da. Dravins Bogen haben wir noch. Okay, nee, das nicht. Dravins Bogen haben wir noch. Ist ein Questgegenstand. Kavozains Fang haben wir auch. Ist auch noch ein Questgegenstand. Dann, ich glaube, bei Klamotten war nichts dabei.
und bei Zaubertränke auch nicht, aber unter Sonstiges. Ich meine, wir haben hier Finns Laute, ist auch noch ein Questgegenstand, keine Ahnung von welcher Quest. Mammutstoßzahn, nicht schmelzender Schnee, das ist für das Fläschchen, was ja auch leider nicht funktioniert. Rjorns Trommel. Ist auch noch ein Questgegenstand. Ich habe keine Ahnung, wer Rjorn ist. Gut, die Schlucht war ja Hexenkopfdinger, das ist klar. Aber, ne? Wir haben noch so viel Zeug und irgendwie nichts zu tun. Ist ärgerlich. Ich muss. Vielleicht gucke ich beim nächsten Mal auch irgendwie ein bisschen in Wikipedia, obwohl ich es eigentlich nicht machen wollte. Vielleicht gucke ich noch ein bisschen im Wikipedia rum oder so, wo man die Quests kriegt, wo die Questgeber sind, damit wir hier noch ein bisschen was machen können. So, aber bis dahin, wie gesagt, ich mache mich hier noch leer vor der nächsten Aufnahme und dann sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend, und beim nächsten Mal geht's genau hier weiter. Also macht's gut, ciao.